Und jetzt müssen währenddessen müssen wir jetzt hier reden. Wir reden, wir versuchen jetzt mal Multitasking. Ich bin unheimlich schlecht, was Multitasking ist. Ich auch, deswegen versuchen wir das mal. Entweder gewinnst du. Hast du den nicht vergessen, ne? Versuch nochmal, ob du laufen kannst. Ja, kann ich. Ich kann ja nicht. Doch, du hast. Mach mal X für Anschluss. Ja, dann geht's. Ja. Geht's? Ja. Okay, alles klar. So, bist du soweit? Läuft schon. Wir laufen. Wir sind drauf. Wir sind drauf. Tobi Summit. Ja, der bin ich. Von Edgar ist heute hier bei uns. Und wir versuchen mal was richtig Geiles, nämlich Multitasking bei Männern. Soll ja nie funktionieren. Wir probieren das jetzt mal, indem wir PlayStation spielen. Dortmund gegen Bayern. Weil, du kommst aus Fulda. Ich komme aus Fulda. Das und ist direkt an der bayerischen Landesgrenze. Ja, ja, fast um die Ecke. Aber ja klar, wir haben 8 Kilometer Luftlinie. Ja, aber wie ist das dann passiert, dass du plötzlich Bayern-Fan geworden bist? Ich bin Bayer im gefangenen Körper eines Hessen. Mhm. Ja. Und ich als Kind fanden alle schon die Bayern immer scheiße. Also als ich Kind war, fanden alle in meinem Umfeld die Bayern scheiße, außer meinem Bruder. Und wie es mit kleinen Brüdern so ist, die finden ihre großen Brüder gut und deshalb werden die Bayern-Fans. Gut. Wir spielen jetzt das DFB-Pokalfinale 2014 schon mal vorab. Ich bin hier schwarz-gelb und du bist halt sowas Bayerisches da. Und jetzt mecker nicht gleich, es ist 2012, ja? Du hast keinen Mandzukic, du musst mit Gomez im Sturm auskommen. Alter, das ist ja toll. Ja, dann siehste. Hast du wahrscheinlich sogar noch den Götze. Ich hab Götze. Ich hab auch Kagawa. Ja, die brauchen so, jetzt nicht. Reden wir nicht weiter, wir spielen jetzt einfach. Auf geht's. Ah, halt. Ah. So. Tobi, wenn du schon mal hier bist, ja. Können wir doch eigentlich auch mal über das neue Album von euch sprechen. Ja. Ist ja jetzt schon da, ne? Erzähl mal was dazu, wenn du hier im Mittelfeld den Ball verdendest. Komm. Nee. Ja, was kann man über das neue Album sagen? Wie lange hat es denn gedauert, bis es fertig war? Komm. Multitasking ist total scheiße. Komm, erzähl. Ich befinde mich in einem Interessenkonflikt. Ich muss Promotion machen und dafür sorgen, dass die Bayern das DFB-Pokalfinale 2014 gewinnen. Ja. Ja, wie lange hat es gedauert? Wir haben 2 Monate aufgenommen und 2 Monate davor die Songs geschrieben. Ich bin unheimlich ehrgeizig. Ich bin wieder Jürgen Klopp. Ich merke das, aber du bleibst total ruhig beim Spielen. Hast du noch nie Controller gefetzt? Doch. Ja, bei was? Ich habe sogar schon Fernseher gefetzt. Echt? Ja. Bei FIFA? Ja. Weil du mit Bayern wahrscheinlich gegen... Ja. Real Madrid kommst. Ja, weil du im Angriff bist. Oh! Ja. Also wir waren bei deinem Album stehen geblieben, ne? Ja. Es hat ja einen sehr reißerischen Titel, kann man sagen. Space Police, ja. Ja, Defenders of... Du musst hingucken, ich mach ein Tor. Nee, du machst kein Tor. Ich hab super Tipps, du machst kein Tor. Defenders of the Crown. Also ja. Das ist ja schon... Das klingt ja eigentlich wie ein Filmtitel eher, dachte ich erst. Ja, wir dachten halt einfach, wir wollten was Monumentales, was Episches. Warte mal kurz! Oh! Ja, das ist der Neuer. Ja. Der Neue. Ihr wolltet was Reißerisches oder was Neues einfach mal machen? Rede mit mir! Es geht um dein Album, wir wollen das hier promoten! Ja. Und du konzentrierst dich nur auf Fußball. Abseits. Jetzt hast du kurz Zeit. Was war die Frage? Wie man auf so einen reißerischen Titel kommt wie Defenders of the Crown, also Space Police. Wir wollten das Album zuerst einfach nur Defenders of the Crown nennen. Ja. Und das fanden wir sehr passend, weil es etwas großkotzig ist und selbstherrlich. Das steht dir drauf, ne? Das ist, Entschuldigung, du benutzt das Wort großkotzig und spielst gerade mit Bayern München auf der PlayStation. Ja, sorry, aber das war eine Steilvorlage. Ich bin konsequent. Ja, das ich bin konsequent in meinem Leben, da ist Konsequenz drin. Okay, und dann... Du hörst der Ribéry. Ja, guck. Das ist der blöde Ribéry. Ich grätsch jetzt um, ist mir scheißegal. Oh, pfeift er das? Das hat er nicht gepfiffen. Also großkotzig, ja? Ich sehe schon, wir kommen richtig gut voran so mit dem Interview, klar. Ne? Vielleicht sollten wir in der Halbzeit mal kurz dann. Du willst unbedingt das Tor machen, ne? Ich will natürlich das Tor machen. Ich will natürlich dieses scheiß Tor. Also, Schatz, Gomez! Defenders of the Crown, ne? Ja. Und da sagt die Plattenfirma, also das war natürlich ein bisschen selbstironisch, aber trotzdem eigentlich schon so die Verteidiger der Heavy Metal Krone. Okay. Und da sagte die Plattenfirma dann, das ist total gut, das lässt sich gut vermarkten, da machen wir Schwerter und Ritter und so einen Käse. und jetzt. Jetzt komme ich raus mit meinen Bären. Oh! Hast du diese Fußabwehr gesehen? Abseits, ist doch Abseits, Schiri. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, doch, Abseits gibt's.
Oh, ja, komm, ja. Wo waren wir denn eigentlich? Wir wollen das Defenders of the Crown einfach nur nennen. Und dann haben wir halt gesagt, Defenders of the Crown. Die Plattenfirma fand das so, so sehr schön, um es zu vermarkten, sehr Klischee aufzumachen. Dann haben wir gesagt, nee, dann nennen wir es einfach Space Police. Okay. Und das wiederum fand die Plattenfirma ein bisschen zu lustig. Und dann haben wir gesagt, wir waren uns dann auch nicht mehr sicher, was sollte es sein von beiden. Und dann haben wir halt gesagt, dann nehmen wir halt einfach beide Titel. Okay. Nehmen wir Defenders of the Crown und Space Police. Mhm. So war das. So war das. Ja. Das, du versuchst dich kurz zu halten, ne? Ja, damit man ja klar. Oh, jetzt so, das ist Halbzeit. Das ist, Halbzeit. Ist ja das ist Halbzeit. Ja, absolut. Halbzeit. Ja, ich glaube, wir einigen uns erstmal auf 0-0. Ja, genau. Es läuft nicht so, wie du das vorgestellt hast. Nee, ne? Ich habe nicht gedacht, zu Halbzeit steht 2-0. Ich kann mich entspannen. Achso, ich dachte jetzt um eins wegen des Interviews. Das nö, wir wollten mal gucken. Also Multitasking ist jetzt nicht so unser Ding. Jetzt nee. Lass mal reden über das Album. Also, euer Album. Unser Album. 18. April war Veröffentlichung. Ja. Jetzt ganz frisch haben wir es am Start und wir kriegen ja hier bei Bob auch immer die Resonanz, ne? In der harten Seite zum Beispiel, spielt mal mehr von Edguy. Ihr müsst hier unbedingt noch die alten Sachen spielen, die neuen Sachen spielen. Also es hält sich eigentlich immer so die Waage. Ist das nicht auch ein geiles Zeichen, so, dass man immer wieder den Puls der Zeit trifft bei den Fans und neue Fans dazugewinnt? Es ist cool, dass halt wirklich du fragst 10 verschiedene Leute, was ihre Lieblingssongs von Edguy sind und es wird wahrscheinlich ein Song maximal von 2 Leuten genannt werden, ansonsten unterscheidet sich das total und das ist dann einfach gut. Und da sind auch oft neue Sachen dabei und viele Leute haben gesagt, hoffentlich klingt die neue Platte so wie die Age of the Joker, sagen viele Leute, hoffentlich klingt sie so wie die Rocket Ride, es sagen Leute, hoffentlich klingt sie so wie die Vainglory Opera oder die Hellfire Club. Also das hält sich ziemlich die Waage und das zeigt uns, dass wir nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Wir machen sowieso immer das, worauf wir Bock haben, was ganz anderes, oder was anderes kannst du ja gar nicht machen. Und ja. Du sagst ja jetzt, dass die Fans die ganzen Alben eigentlich immer so treu geblieben sind und gesagt haben, ja, Album 3 ist so cool wie Album 2, Album 4 so cool wie Album 1 oder... Ja, manchmal sind auch welche dabei, die sagen, oh, das hört sich total doof und das davor fand ich super und so, das ist aber normal. Ja. Also ich meine, so sind wir ja auch. Also ich bin auch so. Ich sage auch bei Kiss irgendwie, das Album A gefällt mir besser als B oder C. Was ist denn das für ein Gefühl? Das frage ich mich immer als Nicht-Musiker. Das ist so. Scheiße. Nein, das... ja, das auch. Nein, ich meine, wenn du das Ding fertig hast. Achso, das ist geil. Das ist total scheiße, wenn dieses Album fertig ist. Das ist bei Avantasia ist wirklich scheiße, weil bei Avantasia macht die Arbeit daran so viel Spaß, weil die so spannend ist. Und bei Edguy, als ihr das Ding gestern... Bei Edguy ist es natürlich, ist es geil, weil bei Edguy ist immer so ein bisschen Edguy ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ein bisschen mehr Nervenaufwand. Mhm. Weil ich von Hause aus egoistisch veranlagt bin. Und bei Edguy muss man natürlich 4 andere auch noch glücklich machen. Oder zumindest das Ganze so kommunizieren, dass die anderen auch glauben, glücklich zu sein damit. Und man trotzdem seine eigene Meinung. Verstehe schon. Es ist so ein bisschen Psychologie auch mit dabei. Es ist Psychologie, ne? Wir sind bei Edguy eine gewachsene Band, das ist total geil. 5 Freunde, die sich aber halt auch mal das geht auch mal so. Also jetzt nicht wirklich, aber halt so rhetorisch und auch mal. Und deshalb ist es bei Edguy sehr schön, wenn du es fertigstellst, dann ist es so geil. Mhm. Bei Avantasia ist es nie so richtig stressig, weil das die Plattenproduktion über so einen langen Zeitraum laufen, dass irgendwann denkst du dir halt, oh Scheiße, ist fertig, was mache ich jetzt? Das glaube ich. Und bei Edguy war das jetzt so, das lief in so einem kurzen Zeitraum, wir haben 2 Monate das Album geschrieben, 2 Monate das Album aufgenommen. Das war irgendwie... Das ist schon ein Rekord. Das war wirklich, also, das war wirklich so schnell. Wir kamen von der Avantasia-Tour zurück und ich habe direkt gesagt, komm, lass uns direkt ins Studio gehen und wieder an der Platte basteln. Und ich muss jetzt nochmal spicken. Ich habe ja hier was vorbereitet. Unter diesem Flips liegt ein geheimer Ablaufplan, den wir natürlich überhaupt nicht eingehalten haben, was ja auch völlig normal ist. Aber du hast einen schönen Satz gesagt. Es gibt mehr Verhaltensregeln im Rockbusiness als beim katholischen Ferienzeltlager. Ich war kein im katholischen Ferienzeltlager. Naja, ich war bei Messdiener. Es wird auch keiner von der katholischen Kirche jetzt anrufen, aber ist das so ein Satz gegen die alle sagen, oh, Rock'n'Roll, das ist total das geile Leben und unabhängig und free ja, und Weiber und Alkohol und Partys und... Nee, das ist schon so. Aber das ist alle draußen vor ja, der Tür. Ja, komm gleich. Zieh dich an, hast du auch Schnupfen. Ja, also weil halt die Leute sehr genaue Vorstellungen davon haben. Also man soll schon irgendwie so ein kompromissloser Outlaw sein, der sein Ding durchzieht und Heavy Metal macht ohne Rücksicht auf Verluste, aber zumindest bitte genau Rücksicht auf den eigenen individuellen Geschmack gewisser Personen nehmen. Und die Plattenfirma sagt, ah nee, das darfst du nicht machen. Nee, nenn die Platte mal lieber nicht Space Police, nenn sie Defenders of the Crown, da packen wir Schwerter und Ritter vorne drauf, das ist total gut zu vermarkten und so. Verstehe ich ja alles, aber was hat das mit Rock'n'Roll zu tun? Dann sagen die Leute irgendwie, Space Police, das klingt ja total albern, das ist doch kein Heavy Metal.
Glaubst du allen Ernstes, dass Angus Young sich von irgendjemandem hätte sagen lassen, ey, du bist in einer erwachsenen Rockband, zieh dir mal nicht die Hose runter und geh nicht in der Schuljungenuniform auf die Bühne. Ja. Der hat gesagt, ey, kann mir mal am Arsch lecken. Guck, dann hat sie nochmal runtergezogen. Und das ist für mich der Inbegriff dieser Musik, irgendwie das zu machen, worauf du Bock hast. Ja. Und dafür alles zu geben und die Qualität ernst zu nehmen, aber nicht irgendwie einfach nur Klischees erfüllen, irgendwie, da habe ich keinen Bock drauf. Cool. Schönes Schlusswort. Also, schnappt euch das neue Album, das können wir ja trotzdem sagen. Das können wir sagen. Auch wenn es einen komischen Namen hat, aber es ist ja trotzdem ein Heavy Metal Album. Es ist aber sowas von Heavy Metal. Also, mehr Heavy Metal geht gar nicht. Nee. Wer es nicht glaubt, der muss es sich kaufen. Ja. Und wer es nicht kauft, ist dumm. Space Police. Defenders of the Crown. Heavy Metal. Rung Roll. Ad Guy. 0-0. Ciao.